Willkommen beim Video des Automagazins Tuning Blog, in dem wir euch den legendären Auto Union Typ 52 vorstellen. Wenn ihr Informationen zu einem anderen Fahrzeug wünscht, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt@tuningblog.eu oder hinterlasst einen Kommentar unter dem Video. Nun aber zur Premiere des Autos, das mit fast einem Jahrhundert Verspätung endlich Wirklichkeit wird. Der Auto Union Typ 52. Ein Traumwagen, den Ferdinand Porsche bereits in den 1930er Jahren entworfen hatte, feierte im Jahr 2024 beim Goodwood Festival of Speed seine Weltpremiere. Ganze 90 Jahre nach seiner ursprünglichen Konzeptidee. In den 1930ern träumte Porsche von einem schnittigen Schnellsportwagen, der nicht nur auf den Rennstrecken beeindrucken, sondern auch auf öffentlichen Straßen zugelassen sein sollte. Zwar entwarf er während dieser Zeit die berühmten Grand Prix-Rennwagen für die junge Auto Union, die bald zusammen mit Mercedes als die legendären Silberpfeile weltweit bekannt wurden. Doch das geplante Serienmodell mit stromlinienförmiger Karosserie und Straßenzulassung blieb leider nur auf Skizzen und Entwürfen bestehen. 90 Jahre später aber hat Audi diesen Traum wahrgemacht und ließ den Typ 52 im Auftrag von Crosthwaite & Gardiner nachbauen. Ein Projekt, das durch die jahrelangen Verzögerungen beinahe als Spätgeburt bezeichnet werden kann. Der Typ 52 beeindruckt schon auf den ersten Blick durch seine schiere Größe von fast 5,5 Metern und die imposanten, einzigartigen Proportionen. Der breite und kurze Bock, das kompakte Cockpit und das lange Heck sorgen für ein Design, das einen sofort in den Bann zieht. Porsche und Designer Erwin Komeda setzten damals auf aerodynamische Perfektion, sodass der Motor wie bei den Grand Prix-Rennwagen im Heck untergebracht wurde. Ein damals innovatives Konzept, das heute Standard in der Formel 1 und für viele Supersportwagen wie den Audi R8 ist. Der Antrieb? Ein 16-Zylinder-Motor, ähnlich wie beim modernen Bugatti, allerdings mit Kompressoraufladung und nicht durch Hybrid-Technologie unterstützt. In der heutigen Version rührt im Heck des Typ 52 die originale Rennversion des 16-Zylinder-Motors, die schon damals eine erstaunliche Leistung von 200 PS lieferte. Die Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern und der Sprint von 0 auf 100 in 8,5 Sekunden, die damals atemberaubend waren, beeindrucken heute vielleicht weniger. Das Erlebnis aber bleibt einmalig. Striezel Stuck, der den Wagen bei seiner Jungfernfahrt fuhr, war überwältigt. Der Sound ist einzigartig, wie von einem Orchester, und das Design haut einen um. Einfach genial. Die Fahrt im Auto Union Typ 52 verlangt jedoch einiges an Durchhaltevermögen, denn der Innenraum bietet nur wenig Komfort. Die enge Kabine, das große Lenkrad und die Pedale, die knapp unter dem Armaturenbrett beginnen, machen das Fahren zu einer echten Herausforderung. Die Uhrensammlung im Armaturenbrett und die teils lederbezogenen Sitze sind beeindruckend, doch luxuriös ist es bei weitem nicht. Der heiße 16-Zylinder direkt hinter dem Sitz bringt die Fahrerin oder den Fahrer ordentlich ins Schwitzen, während die Beifahrer auf den schmalen Sitzen links und rechts kaum Platz haben und die Schaltung durch die Mitte die Bewegung stark einschränkt. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine Langstreckenfahrt von Berlin nach Rom, wie sie damals im Straßenrennen stattfand, schnell zur Tortur geworden wäre. Obwohl dieser Typ 52 im Grunde ein Neuwagen ist, zählt er heute zu den wertvollsten Oldtimern im Fuhrpark der Audi-Tradition. Stefan Trauf, der Leiter der Audi-Tradition, zeigt sich begeistert. Wir freuen uns, den Auto Union Typ 52 beim Goodwood Festival of Speed präsentieren zu können. Dieses Auto ist für mich ein absoluter Traumwagen und weckt Leidenschaft für Design und Technik. Wenn ihr auch so fasziniert seid und weitere Videos zu solchen automobilen Träumen sehen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da, und bleibt immer auf dem Laufenden.